Rolando via Sones bei uns, meine Damen und Herren. Wenn man so auf die Bühne geht wie Sie, jeden Tag oder jeden zweiten Tag und mit anderen großen Stars auf Bühnen geht, dann glaube ich, hat doch jeder sein Ritual und jeder hat seine Abläufe. Haben Sie auch bestimmte Dinge, die Sie immer machen, wenn Sie auf die Bühne gehen? Nicht jeden Tag, weil ein Opernsänger kann nicht jeden Tag singen. Wir brauchen 2 Tage inzwischen. Mhm. Aber dann vor einer Vorstellung, nein, ich gehe einfach nur. Jetzt gibt es etwas mit meinen Kindern. Wenn die sind mit mir, sie kommen zu Garderobe und ich frage, bitte gib mir den weißen Feuer. Fuego Blanco. Ja? Ja. Ja. Und die mit den Händen kommen hier in Brust und machen. Und dann kriege ich diese weiße Feuer und mit dieser gehe ich zur Bühne und fühle ich diese Energie. Mit Barbara auch. Das gibt mir das weiße Feuer. Aber Hubertus hat inzwischen noch 2 Freunde mitgebracht, weil 2 Hände reichen nicht. Ja, genau. Sie sehen, was dabei rauskommt aus dem Wasser. Nein, nicht diese weiße Feuer, Entschuldigung. Das andere Farbe Feuer. Und wenn Sie, also kurz vorher, das heißt, Sie sind nicht so aufgeregt, dass Sie nicht vorher noch mit Ihren Kindern zusammen sein könnten? Oder gibt es dann schon eine halbe Stunde, eine Stunde vorher noch mal die Zeit, wo man sagt, da will ich mit niemandem sprechen? Ja, ja, vor der Vorstellung, dann ist meine Garderobe, die Tür ist Schluss und niemand kommt rein und ich denke nur an die Musik und ein bisschen Stimme und dann bereit für die Vorstellung und meine Rolle und die Szene oder. Aber auch wenn ein Konzert ist, dann ist anders. Nur wenn ein Opera singe ich, ich denke an meine Rolle und was ich werde spielen und wer wird sterben oder ich sterbe. Ja, oder da muss man sich ja kurz vorher vergegenwärtigen. Ja, sterbe ich jetzt oder stirbt der andere? Ja, ja. Normalerweise stirbt der Sopran. Oh, ja, gut. Meistens sterben ja, ja, stimmt. Der Sopran stirbt? Ja. Warum? Nein, der Sopran, die Frau. Ja, die Frau. Depends. Ja, ja. Okay. Die Carmen mit Soprano stirbt, ja. Und Traviata stirbt Soprano. Werther sterbe ich. Ja, schlimm. Okay. Sag mal, sterbe ich? Sag ja. Ich sterbe, ja, klar, dafür sterbe mich ich. Fragst du gerade? Ja, ja, hey, ich werde dir alle deutsche Worte sprechen. Das ist okay? Total. Also in meiner Welt ist es genau richtig. Aber was mich wirklich interessiert, ist, jeder, der schon mal auf der Bühne stand, Frau Manzel kennt es sicher auch, kurz bevor du rausgehst, denkst du, oh Gott, ich weiß nicht die ersten Zeilen oder ich weiß nicht, wie es dann und dann weitergeht. Plötzlich ist alles weg und wenn man anfängt, darüber nachzudenken, wird es viel schlimmer. Ja. Und wenn man dann einfach aufhört, daran zu denken, dann kommt es von alleine, oder? Ja, aber nur ganz 3 Minuten vor Vorstellung, was ich denke, ist, oh Gott, ich muss im Toilett gehen. Ja. Und dann ist es zu spät, dann alles... Okay, aber 3 Stunden später. Es gibt gute Spannung. Deswegen muss man auf Toilette, weil man den Text vergessen hat. Ja. Das kommt direkt danach, das Gefühl. Ja, deswegen. Ja, ja. Also, kennen Sie das Gefühl auch, ja, ja, klar. Alles vergessen zu haben kurz vorher? Nein, nee, alles vergessen zu haben nicht, aber den Moment, also wenn man so einen Abend vor sich hat, also einen Soloabend oder ein Konzert oder einfach eine große Rolle und man weiß, man hat so die Verantwortung, man muss irgendwie so jetzt 3 Stunden irgendwie diesen Abend schaffen, dann denke ich, oh Gott, das schaffe ich nicht, Und dann ist genau der Punkt, auch beim Theaterspielen ja auch so, wenn du anfängst zu denken, oh Gott, wenn ich jetzt einen Hänger habe oder wenn ich jetzt nervös werde, dann passiert es auch. Du musst einfach sagen, egal, es wird schon kommen. Und dann improvisierst oder machst. Gut, bei der Musik kann man das nicht machen, improvisieren. Ja, aber ich weiter. Aber das ist irgendwie, da hat man so einen Druck und das irgendwie finde ich das ziemlich schön eigentlich. Ich habe einmal die Eugene Onegin gesungen, das alles auf Russisch und ich spreche kein Wort auf Russisch. Das ist egal, das kann ich auch nicht. Nur da und Nazarovia, ja. Ja, zum Wohl, das heißt es, das kenne ich. Und es geht nur wirklich an. Nach diesem Wort kommt dieses Wort. Kuda, 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 viuda, lilis, ves, nima, es, lati. Und wenn ein Wort fällt, dann ist kuda, kuda, Gorbatschow, Wodka. Und ich habe so eine Vorstellung, eine zweite Art, ich könnte nicht. Und alle waren Russen. Und dann haben wir einfach so gesehen. Ich bin in Deutschland, aber ein Orchester. Viele Leute sind von Russland. Ja, ja. Das heißt, Sie können eine ganze Partie singen in einer Sprache, die Sie nicht verstehen. Ja. Nur Russisch, weil ich singe auf Französisch. Nur ist gut. Französisch, Italienisch. Und das ist okay. Boah. Deutsch,
Wie Sie sehen, ist fast okay. Ja. Hallo? Aber Russisch, ja. Aber Russisch war schwierig. Ja. Wenn man als Star sich verbeugt, was werfen die Leute auf die Bühne? Was werfen die Leute auf die Bühne? Was werfen? Oh, wenn es gut geht, Blumen und auch Teddybärs. Ja. Und Küsse? Ja. Und wenn es nicht gut geht, Tomaten. Aber ich habe niemals eine Tomate gekriegt. Aber es fliegt anders. Fliegt Obst manchmal, habe ich gehört, oder? Ja, aber das war früher. Was heißt das? Obst? Bananen. Oh, Bananen esse ich vor einer Vorstellung. Ist gut oder das schlecht? Nee, Obst ist schlecht. Also. Nein, aber er kriegt nicht wegen schlecht singen, sondern weil ich kriege früher, meine Fans geben mir Bananen, ja. Weil sie haben in einem Video gesehen, dass ich esse Bananen, habe gesagt Banana Power vor, wenn ich eine Aufnahme mache, ja. Dann esse ich viele Bananen. Ich würde dir kleine Canapés mit Kaviar auf die Bühne schmeißen. Oh. Ah. Wann kommst du? Bereit zu sein. Wie schön. Verdi, großes Thema in Ihrem Leben, wird nächstes Jahr 200 Jahre alt. Das heißt, es wird für Sie ein arbeitsreiches Jahr, oder? Weil Sie und Verdi, das geht gut zusammen. Ja, ich glaube, das ist wunderbar für klassische Musik. Verdi war ein Superstar. Wirklich alle, heute jeder kennt La donna è mobile, qual più mal vento. Oder? Ja. 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 Und bring dich sie auf. Ja, via, meglio di calici che la Venez. Alle kennt auch diese. So. Aber Verdi ist viel mehr als das. I mean, Verdi hat komponiert über Gefühle und Gefühle, die wir haben heute. Deswegen bleibt er modern, der spricht zu uns in 2012 und Opertheatern sind voll. Und die Leute, wenn ich jemand sage, hast du schon in einer Opera, warst du schon in einer Opera? Nein, geh und Verdi. Du musst Einstieg Verdi entdecken. Nicht Wagner. Nicht, Wagner ist wunderbar, aber kein Einstieg. Aber ist ein bisschen lang. Nein. Ja. Manchmal. Ja. Manchmal 5 Stunden ist ein bisschen. No, aber Wagner ist fantastisch. Ist nur, dass man muss zum Wagner gehen. Und Verdi kommt sofort. Und Traviata oder Don Carlo, Rigoletto, Ballo in Maschera, La Forza del Destino. Und warum ist Verdi aktuell? Was ist das Aktuelle? Wirklich, weil er. Die Geschichten sind wunderbar, aber das Wichtigste ist, dass die Gefühle, er schreibt diese Gefühle direkt zu uns. Die Musik, wenn man hört, diese Orchester, der Publik findet sofort in diese Gefühl von den Rollen, die sind in Bühne. Er spricht über Liebe, er spricht über Anger, wie sagt man Anger? Ärger. Ärger. Und ja. Eifersucht. Eifersucht. Ja, jawohl. Ja. Liebe und aber auch Joy, Freude. Ja. Und es ist, wir hören diese Musik und es ist unsere Freude, unser Gefühl über Liebe, unser Gefühl über Anger. Und das ist, was ist fantastisch. Sie können bei jedem Komponisten singen, wenn Sie das so erklären. Aber Verdi, er macht das besonders gut, wirklich. Und er kombiniert sehr schwierig singen, was wir sagen, Bel Canto, mit was kam später, no? die großen Gefühle und wirklich... Meine Damen und Herren, gehen Sie Verdi zu schauen. Verdi, alle Verdi-Opera. Viva Verdi! Wann haben Sie das erste Mal Verdi gehört? Erinnern Sie sich noch dran, als Sie das erste Mal die Musik gehört haben? Ja, ich war 20 Jahre alt. Mhm. Nicht so klein. Im Zuhause gab es keine klassische Musik. Und ich habe Traviata zum ersten Mal gehört. Und das war auch meine erste Opera. Die erste Opera, die habe ich gesungen, Alfredo. Und das war fantastisch sofort. Aber dann müssen wir auf die Kindheit kommen, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja, dann machen wir. Also erstmal malen Sie doch mal Verdi. Da oben, das bin ich. Ja, wunderbar. Ja. Und ich muss Verdi malen. Sie malen jetzt mal Verdi und erzählen mal ein bisschen was über Ihre Kindheit. Ja. Ja. Das ist nicht so lange. Das ist noch nicht lange her. Nein, nein. Ja, aber das interessiert. Also erstmal, woher sprechen Sie so gut Deutsch? Meine nicht so gut Deutsch kommt, weil meine Großmutter war aus Österreich. Mein Großvater war aus Österreich, ist nach Mexiko gekommen und ist der beste Fußballspieler geworden in Mexiko. Nee. Ein Superstar-Fußballspieler. Und war ihre Großmutter autoritär, die Österreicherin? Autoritär? Sie war wunderbar. Sie war, ja, es können auch Autoritäre. Sie hat wunderbare Chicken.
Hühnchen. Backhändel. Und Wiener Schnitzel. Deswegen bin ich Fan von Wiener Schnitzel. Ich liebe Wiener Schnitzel. In Mexiko dann noch? Ja, sie ist gekommen und sie hat diese Wiener Schnitzel und ich als Wiener Kind. Schnitzel Wiener Schnitzel als Kind, der hat gesagt, mein Kind, du musst Wiener Schnitzel, Kartoffeln und Bier essen. Und das hat deswegen liebe ich Wiener Schnitzel. Aber ja, Sie wollten eigentlich Priester werden, ne? Ja, einmal und auch Clown. Clown. Ist ja, Priester und Clown, das ist eine sehr südamerikanische Mischung. Ja, also. Und Sie haben gezögert, ob Priester oder Clown oder wie? Ich habe ich war mit dem zu Hause für ein Jahr mit dem Priester und dann war ich, weil sie nicht Priester sind, Bruder, sind alle Lehrer. Lassalle. Mit Monks, Mönche oder? Ja, Mönche. Und ich habe mit dem für ein Jahr gewonnen und dann habe ich gedacht, no, das möchte ich nicht. Sie haben ein Jahr gewonnen? Ein Priester gewonnen? Nicht gewonnen, gewohnt. Ich dachte, Sie haben Priester gewonnen. Sie sprechen nicht Deutsch oder was ist denn? Und dann haben Sie aber Ihre Frau Lucia kennengelernt. Ah ja, no, meine Frau kenne ich sie seit ich war 16 und sie war 15. Aber in dieser Zeit muss ich sagen, Entschuldigung, wir müssen nicht zusammen sein, weil wir können nicht zusammen sein, weil Gott hat mir angerufen. Und sie hat das verstanden als gute Frau, oder? Ah, sie hat gesagt, okay, tschüss. Okay, gut. Und ich habe gesagt, tschüss. Nein, bitte. Dann sie sagt mir, Entschuldigung. Nicht. Und jetzt hatten Sie die Entscheidung bei Barbara, das sagt, Clown, Priester oder Ehemann von Lucia. Ja, und da hat er sich Gott sei Dank richtig entschieden. Ja, Ehemann von meiner Frau und sie ist fantastisch. Ich bin sehr dankbar, dass sie ist in meinem Leben. Ohne sie würde ich nicht diese Verdi malen und hier in Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Sie ist jetzt zu Hause mit meinen Kindern. Wo ist denn ihr Zuhause? Paris. Paris. Oh Gott, wie schön. Aber Clown mache ich schon. Ich arbeite mit den roten Nassen. Kennen Sie den roten Nassen? Ja, Sie gehen in Krankenhäuser. Die Krankenhäuser. Ja, zu Kindern. Ich bin Botschafter von roten Nassen und ich arbeite mit dem als Clown auch in Krankenhäusern. Ist fantastisch. Aber ich wollte noch mal fragen. Ja, bitte. Weil Lucia hat ja gesagt, bevor du mich heiratest, gehst du mal zum Therapie. Ah ja, ja. Ja, warum denn das? Ich weiß nicht. Ja, wenn jemand möchte Clown, Priester oder Opernsänger sein, muss zum Therapie gehen, oder? Hatten Sie Dämonen? Ich habe viele Dämonen und auch viele Engel. Und glücklicherweise, Dämonen haben gewonnen. Gewonnen. Gewohnt. Wirklich? Entschuldigung, wie sagt man das? Die Dämonen haben to win. Die haben gewonnen. Gewonnen, danke schön. Am 19. April 2013 geht dieser wunderbare Mann auf Europa-, Welt- und Nachbargloben-Tournee. Jawohl. Und diese Tournee beginnt, wo beginnt sie? In Hamburgo. Jawohl, Hamburg, singe ich. Wunderbar. Ich bin begeistert. Wenn man so auf die Bühne geht wie Sie, jeden Tag oder jeden zweiten Tag und mit anderen großen Stars auf Bühnen geht, dann glaube ich, hat doch jeder sein Ritual und jeder hat seine Abläufe. Haben Sie auch bestimmte Dinge, die Sie immer machen, wenn Sie auf die Bühne gehen? Frage, bitte gib mir den weißen Feuer. Fuego Blanco. Ja. Und die mit den Händen kommen hier in Brust und machen. Und dann kriege ich diese weiße Feuer und mit dieser gehe ich zur Bühne und fühle ich diese Energie. Mit Barbara auch. Ja. Rolando Villazón ist bei uns, meine Damen und Herren. Was meinst du? Robert,
Markus hat inzwischen noch zwei Freunde mitgebracht, weil zwei Hände reichen nicht. Ja, Sie sehen, was dabei rauskommt aus dem Box. Nein, nicht diese weiße Feuer, Entschuldigung. Das andere Farbe Feuer. Nicht jeden Tag, weil ein Opernsänger kann nicht jeden Tag singen. Wir brauchen zwei Tage inzwischen. Ja. Aber dann vor einer Vorstellung, nein, ich gehe einfach nur. Jetzt gibt es etwas mit meinen Kindern. Wenn die sind mit mir, sie kommen zu Garderobe und ich